Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, was man tun kann, wenn man nur mehr einen solchen Haken hat, aber mehrere davon bräuchte. Wie man sich sowas selber nachbauen kann, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im ersten Schritt habe ich mal entsprechend Maß genommen, was habe ich da für einen Durchmesser von diesem Draht, den ich da habe. Und wie groß ist dieser Abstand hier oder welchen Durchmesser hat dieser Radius hier und hier. Und man sieht auch, dass es hier eigentlich eine ungleiche Biegesymmetrie ist. Hier hat man nur um 180 Grad gebogen, während man hier um 180 Grad und noch ein bisschen weiter gebogen hat. Ja, genau das habe ich mir abgemessen. Jetzt könnte man sowas aus einem Draht sich selber nochmal nachbiegen. Kostet ziemlich viel Kraft. Man braucht da dazu auch dann diese Biegelehren, würde ich es mal nennen, oder im Endeffekt ein Rohr, das diesen Durchmesser hat, wo man dann drumher biegen kann. Ist sehr kraftintensiv, oder man macht so wie ich jetzt, man konstruiert es in Blender zum Beispiel nach und druckt es dann mit dem 3D-Drucker aus. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Hier habe ich mir zum ersten Mal so einen Dreiviertelkreis gemacht und einen Halbkreis. Dann bin ich hergegangen und habe das da in der Mitte verbunden, ja, und hier geschlossen und hier geschlossen. Und jetzt war aber nur die Frage, wie bekomme ich denn das da verlängert, weil das ist ja keine Achse mehr da. Also es geht nicht entlang einer X, Y oder Z Achse. Bin ich einfach hergegangen und habe das Teil gedreht. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe, so im Endeffekt. Das war vorher so. Und dann habe ich das so hingedreht eben, dass diese Fläche oder diese Seite hier nach X im Endeffekt rübergezogen werden konnte, dass das eine Gerade ist. Das ging dann auch relativ einfach. Das hat mir ein bisschen geholfen, den Winkel zu bestimmen. Das war so ein Zwischenstück. Und dann habe ich da schon eine komplette Fläche draus gemacht, wie ihr da seht. Und dann habe ich das Ganze noch, wie man es hier sieht, extrudiert, sprich nach oben extrudiert, dass es eben ein kompletter Körper wird. Und dann war das Ganze auch schon fertig. Dann habe ich das mit Blender eben extrahiert oder als 3D-Print exportiert, als STL-Datei und bin dann hergegangen und habe das Ganze mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Hier seht ihr jetzt noch den Ausdruck. Man sieht, es wird am Anfang eine Grundfläche gedruckt, die ist zeitaufwendiger wie die innere Struktur, weil im Inneren wird es natürlich nicht vollständig ausgefüllt. Hier habe ich einen 30-prozentigen Füllgrad gewählt, damit es eine schöne, stabile Struktur gibt und dieser Haken auch eine gewisse Festigkeit bietet, dass man was dranhängen kann, eben, dass er seine Funktion erfüllen kann. Was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Ich denke, ihr seht, die Form, die Kontur, die ist richtig schön nachempfunden. Ja? Das heißt, das ist exakt dasselbe. Was jetzt nicht ist, es ist nicht rund, es ist kein rundes Material mehr eben. Es ist ein Profil, ein vierkantiges, das aber die Funktion des Hakens schön übernehmen kann. Und das Tolle ist, ich kann mir jederzeit, was ich mir auch gleich von Anfang an gemacht habe, noch einen drucken und noch einen und noch einen und noch einen. Man kann sich es auch in bunten Farben drucken und so weiter. Also man sieht hier gegenüber so einen Bügel selber zu biegen aus Draht, wenn man einen 3D-Drucker hat, tut man sich da leichter, das mit einem 3D-Drucker nochmal auszudrucken. Es ist einfacher und weniger Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war interessant. Wenn das so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Thank you.